Der Text liest die Engine von Hans Sprache. Die Amateurversion der Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche durch den Dienst translate.google.ru wurde von Wladimir Nikolajewitsch Klepikow ausgeführt, der kein Deutsch kann. Daher stimmt dieser Text nicht wörtlich mit dem Text des Originalartikels von Bullets of Snowfall überein, dessen Text ursprünglich von Pascha Lobanov gesprochen wurde. Und doch ist die allgemeine Idee in den Texten und in den russischen und deutschen Sprachen einheitlich. Wir werden in Lügen geboren. Der erste Teil, Brester Festung. Guten Tag, liebe Freunde. Mit Ihnen wieder die Stimme von Lobanov Pascha und der Text Kugeln Schneefall. Wir werden in Lügen geboren. Bullets, Sie können einen erläuternden Artikel über die Filme Viking und einige mehr schreiben, in denen die dummen Barbaren durch die Slawen vertreten sind. Jetzt werden Sie diese Filme in vielen Ländern im Ausland zeigen. Sie wollen die Slawen diskreditieren und beleidigen. In der Tat haben wir alles mit Pascha Lobanov gemacht. Basierend auf dem Artikel Unsere Vergangenheit ist viel interessanter haben wir drei Filme, die kein Missverständnis über Gegenwart und Zukunft sind. Manchmal kam es vor, dass einige meiner Arbeiten in einem Jahr Beine bekamen, wie der Artikel über die Wüste. Ich sage nicht, dass jemand, irgendwo, dumm ist, weil wir nicht alle hier sind, unsere Sicht zu verteidigen, aber nur, um unseren Horizont zu erweitern und die Wahrheit zu suchen. Zunächst einmal sind wir ein Tropfen im Meer. Zweitens können Sie nicht sofort verstehen und akzeptieren. Bewusstsein entsteht, wenn sich alles irgendwann vereint. Zum Beispiel gingen wir in die Festung von Brist, das Wetter ist schön, der Wind, die angenehmen Gesichter ihrer Gefährten und Einsicht, dann öffnen um den Horizont der Wahrnehmung der Realität, schöne Steintürme. Diese Festung ist ein wunderbares Meisterwerk, das bereits versucht, das Land zu bekämpfen. Und all dies sollte modernen Meistern angelastet werden, weil solche Steine in Fabriken nicht jetzt hergestellt werden. Wenn moderne Ziegel auf Paletten zusammenbrechen, sind alte Ziegel nach vielen Kriegen und Revolutionen noch viele Jahrhunderte zuverlässig. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht glauben, dass einfache ungebildete Menschen Steine aus Sümpfen trugen, oder sie wurden auf Karren und Pferden transportiert. Und wie konnte diese Dummheit den Verstand der Historiker durchdringen? Aus welchen Gründen? Haben die Historiker mindestens ein Argument, dem man mit dem begegnen kann, was meine Augen jetzt sehen? Nein, Historiker arbeiten nur und schreiben eine kranke Fantasie. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie die Fabriken organisiert werden mussten, meine ich alte Fabriken. Gemessen an der Qualität der Ziegel, waren sie viel besser als heute. Ja, unsere Meister wissen heute nicht, wie man gut baut. Alles ist krumm und falsch. Aber das Mauerwerk von Brest ist einfach großartig, es ist wunderbar. Um die Situation heute zu verschlechtern, verwenden moderne Baumeister die Lasermarkierung. Aber auf dem Planeten gibt es die größten Sterne mit der ganzen Box, wo der Fehler nicht einmal einen Millimeter auf der gesamten Struktur ist. Die Linie, die von einem Teil der Stadt zum anderen führt, ist vollkommen glatt. Oh, der Horror! Was sehen meine Augen? Ich sehe, dass das Mauerwerk auf Zement ist. Augenwischen. Am Ende sagen Historiker, dass frühere Steine auf Kalkstein gelegt wurden. Nein, es ist mehr wie Zement. Gute und hohe Qualität. Altes Mauerwerk kostet besser und länger als modern. Am Ende sind moderne Ziegel sehr zerbrechlich, aber der alte bleibt dicht und zuverlässig. Die Dämme, die vor 5 Jahrhunderten gebaut wurden, sind noch in Betrieb. Moderne Dämme geben Risse in 30 oder 50 Jahren. Historiker sagen, dass die alten Erbauer dem Kalkmörtel Eier hinzugefügt haben. Ja, welcher Idiot wird Eier hinzufügen, wenn heutige Bauherren Kunden bestrafen, die nicht bezahlt haben? Das Ei ist in der Wand, verrottend, und der Geruch seiner Verrottung ist überall im Raum und im ganzen Gebäude. Und wenn Sie sich dessen voll bewusst sind, können Sie keine Filme über Wikinger sehen oder Historikern zuhören, weil es dort kein Wort der Wahrheit gibt. Weil diese Historiker zusammen mit Politikern uns alle belügen. Warum, wenn Sie einen Holzzaun unter der Erde finden, stoppen Sie leicht den Bau eines Mafia-Supermarktes und beginnen zu graben. Aber wenn Ihr Bagger auf ein unterirdisches Ziegelgebäude trifft, ein Gebäude, das viele unterirdische Ebenen erreicht, erschreckt es Sie, und Sie versuchen alles so schnell wie möglich zu begraben. Aber die Ambitionen der Wissenschaftler sind hoch. Sie sagen, wir sind vorsichtig mit der Geschichte, und wir haben alles behalten. Ich sage wieder, wie vorsichtig Sie mit dieser Geschichte sind. Zum Beispiel können Sie Publikationen wie den Artikel Geschichte der Donbass-Minen, versteckt in Kellern lesen, wo ganze Archive der offiziellen Geschichte widersprechen und aus irgendeinem Grund keine Wissenschaftler brauchen. Und warum brauchst du die Wahrheit, wenn Sie an Barbaren und Rückständigkeit in der Zukunft denken können?
Ich bin geduldig. Ich werde 1,5 Jahre warten, wenn diese Filme von der Öffentlichkeit verstanden werden. Diese Filme sind bereits eine Idealbombe, die schließlich unter einem Damm explodiert, der den Fluss der Wahrheit blockiert. Wir sind gewöhnliche Menschen und arbeiten für dich, im Gegensatz zu unseren Gegnern, die jeder Autor, jeder Schauspieler, jeder Produzent von bezahlten Medieninhalten ist. Sie bekommen viel Geld für ihre Lügen. Sie haben in den Ärmeln der Medien uns die Möglichkeit, offizielle Filme mit fiktiven Inhalten zu machen. Wir haben nichts. Und wir haben kein Geld. Der Hauptkrieg ist keine Revolution. Der Hauptkrieg ist kein Weltkrieg. Der Hauptkrieg für Führer der Nationen ist absolute Macht über ihre Gedanken. Deshalb sind sie in Eile, weil sie beginnen, diesen Krieg zu verlieren und beginnen, ihre Überlegenheit über uns in den materiellen und geistigen Welten zu verlieren. Es ist sehr schön, dass in unserem YouTube-Kanal immer mehr Menschen zu diesem Thema kommen und zum Beispiel die alte Struktur kommentieren. Als Schneider sage ich, dass Menschen in einer Figur gekleidet sind, Stoffe sind teuer. Für alle, wie viele Menschen können es sich heute leisten, ihre Kleider zu nähen? Etwas Nähe am Lappen ist gewählt und zufrieden auf dem Markt, ist das, was wir entwickelt oder verschlimmert haben? Zimmerleute, Dachdecker und andere Baufachleute schreiben uns bereits, also hat der Prozess bereits ernsthaft begonnen. In jenen Tagen war Kunst absolut alles. Selbst eine Säule ist ein Kunstwerk. Wir sind mit diesen Kapitalisten vom Entwicklungszweck abgekommen. Anatoly Kuzmins Kommentar: Welche Zementfabriken im 17. Jahrhundert, mein Freund? Das Ende des Baus der Pelauer Burg geht auf das Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Zu dieser Zeit war Zement noch nicht erfunden worden. Vor der Produktion von Zement, mehr als 1,5 Jahrhunderte. Im Allgemeinen sind einige der alten Gebäude beeindruckend. Hier stimme ich zu. Liebe Anatoly, an der Spitze der offiziellen Propaganda, Lehrer an Schulen, Politiker in den Medien und im Fernsehen, so ist das. Aber die Mauern der Festung Pelau sind auf einer speziellen Konstruktionslösung gebaut. Dort entweder Zement. Oder etwas viel Interessanteres. Was ist das? Tonlösung? Hier sehen wir die Mauer und den Abhang. In Pelau gibt es viele solche Pisten. Es ist klar, dass die heutigen Maurer sie nicht herstellen und nicht in der Lage sein werden, die gesamte Länge der Mauer zu machen. Siehst du? Und was soll ich glauben? Zu Schulbüchern? Oder ist es besser und richtiger, seinen eigenen Augen zu glauben? Und hier, aufgepasst, welche virtuosen Krümmungen. Mit welchem Werkzeug wird heute ein Ziegelhaus gebaut? Der Wasserstand? Dass die Höhe entlang des Umfangs zusammenfällt. Schau jetzt hier. Walz, Pelau, nicht auf der Ebene, sondern unter verschiedenen Steigungen. Welches Werkzeug wird benötigt, um eine Idealneigung auf der Länge von 1/2 Kilometer zu machen? Ich sage nichts über die Tatsache, dass diese Vorangenommenheit entlang des gesamten Sterns ideal ist. Na und? Sagen Historiker die Wahrheit über unsere Vergangenheit? Schau dir das erstaunliche Mauerwerk an. Schau dir die Nähte an. Ich fange an, diesen Zement zu bezweifeln. So praktische und interessante Lösung in diesen Nähten. Sie haben die Veröffentlichung eines Artikels über Megalithen gelesen, den Stein verbessern? Wie konntest du den Ziegel erweichen? Es scheint, dass jeder Stein einzeln für den ganzen Stern gemacht wurde. Möchtest du immer noch Filme schauen, über verrückte Wikinger? Wo, der ganze technologische Prozess, in der Literatur? Wo ist die industrielle Basis? Warum schweigen alle Historiker und Politiker darüber? Aber, patriotische Idioten, eilen mit Fotos zu den Kommentaren, die USA haben in Russland viele Ressourcen geschaffen, um einen Informationskrieg zu führen. Russische Medien führen Krieg gegen Rusi. Washington kann nervös beiseite atmen. Weil die Grundlage der Russophobie die Regierung von Russland selbst ist. Um das Wort Russ einmal zu vergessen, werden wir in solche fiktiven Staaten wie Russland, die Ukraine, Weißrussland, Polen, Moldawien, Jugoslawien, Lettland, Estland und andere gedrängt. Wohn, Pascha aus Lettland, lass ihn dir erzählen, wie anders wir sind von den verschiedenen Völkern dieser fiktiven Länder. Nein, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich, liebe Freunde, ich bin Pascha Lobanov. Im Allgemeinen waren sie wahre Meister ihres Fachs. Achten Sie auf die glatten Nähte des gesamten Ziegels mit der Kante. Wie ist das geschnitten? Eine Säge für einen Baum? Dafür musst du heute gut schwitzen.
und hier gibt es nicht einen einzigen monotonen Ziegel, sondern alle Wände und Bögen mit abgerundeten Ziegeln zu verschiedenen fließenden Übergängen, vielseitigen Drehungen und Stufen der Decke. In Bobrüsk sind mehrstöckige Ziegelstollen immer noch in unterschiedlichen Tiefen anzutreffen. Sie stolpern versehentlich mit Hilfe eines Baggerlöffels über diese Tunnel. Die Behörden schwören, dass sie diese Tunnel untersuchen werden. Am Ende vergraben sie sie unterirdisch, sie begraben sie einfach wieder. Und warum erkunden, wenn das Bildungsministerium nicht an einer solchen Geschichte interessiert ist? Parasiten kamen auf die Idee, dass diese Sterne aus Holz sind und dass sie für den Krieg gebaut wurden. Für den Krieg? Warum sind die intaktesten Sterne in Europa und Amerika unter der strengen Kontrolle der Nordatlantischen Allianz? Warum nicht Wissenschaftler, sondern das Militär in der Brister Festung und der Bobrüsk Festung in Villa Jaruzi? Warum eine Statue der Kriegsgöttin auf einem Stern in Amerika setzen? Aber, um es zu nennen, Freiheit. Ich werde mit den Kommentaren der Freunde von Xuvidik Kevik enden. Ich denke oft darüber nach. Es gibt mehr Fragen als Antworten. Und dann funktioniert der menschliche Faktor unter dem Namen Heilobaum. Beginnen wir mit den legendären Tunneln unter der Stadt, die so eifrig von Menschen aus der Organisation bewacht werden. Wir helfen Gott, über dich zu wachen. Der Plan fehlt den Forschern zufolge. Ich frage mich, welche Gebäude ohne einen Plan gebaut werden? Aber ich nehme kein Beispiel für eine Landtoilette. Die abziehenden Deutschen haben sie angeblich mitgenommen. Diese Information von verschiedenen Leuten. Wie wurde er genommen? Alles links? Aber Plannamen? Es ist seltsam. Barbarossa hat einen Ordner, der Plan fehlt. Vergessen? Vielleicht war es vorher nicht? Viele gestohlene Waren wurden exportiert. Einige Historiker behaupten, dass Bismarck diese Forts und Tunnel gebaut hat. So viele Arbeiter wurden benötigt. Und wie lange hat es für das Projekt gedauert? Ich persönlich denke, dass sie früher gebaut und einfach gereinigt wurden. Und der Plan wurde erstellt, im Reinigungsprozess. Diese Architektur hat einen einheitlichen Stil. Foto, Kirche. Es ist verlassen und fällt auseinander. Festung Pillau, legendär und schön. Balgerschloss. Burg von Insterburg. Das Schloss von Schwutschenburg. Sie sind intelligent und atemberaubend in ihrer zerstörten Größe. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie sind einfach unglaublich. Wie könnte das im Mittelalter gebaut werden? Hast du die Fotos dieser Schlösser vor dem Krieg gesehen? Ah? Mittelalterliche Stiche von den gleichen Schlössern? Es gibt Unterschiede. Ich bin kein Experte. Aber das überrascht mich. Wie viele Menschen sehen nicht, was überhaupt in Sicht ist. Hier sind Fotos von den Burgkellern in Insterburg, die ich am Telefon gemacht habe. Sie sagen, die Tunnel hätten sowjetische Truppen in die Luft gejagt, sodass niemand dorthin gelangen konnte. Diese Keller, mehrere Ebenen, und daher ist nicht bekannt, wie tief sie eintauchen, ist unklar. Einige sagen, dass die Deutschen aufgrund der Nutzlosigkeit dieser Tunnel einzuschlafen begannen. Und noch eine Bemerkung, vielleicht irre ich mich, aber jedes groß angelegte Projekt beinhaltet geologische Prospektionen auf einer zukünftigen Baustelle. Zusammensetzung der Erde. Bodenbewegung, Schrumpfung des Bodens und Zeug. Nach der Stärke der Strukturen zu urteilen, war diese Wissenschaft ein Highlight. Es gab keine Probleme mit der Berechnung der Genauigkeit, mit den Mastern. Ich glaube nicht, dass Messungen an einem Seil oder einem Schatten vorgenommen wurden. Für heute ist es Zeit zu beenden. Mit dir war die Stimme von Pascha Lobanov und der Artikel Bullets of Snowfall. Kreativität für dich, liebe Freunde.
Thank you.